Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel: die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. What? Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Und sah noch einmal von vorn. Chaos auf Deponia. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste.
weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Damit Shalom und herzlich willkommen zu Chaos auf Deponia, dem legendären zweiten Teil. Oh yeah. Natürlich ohne Entwicklerkommentar, weil ist ja blöd und so. Okay, wir befinden uns jetzt... Also das Spiel geht ja nun relativ, ja, direkt rein starten und so, Toilettentür. Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Oh, ein Klo. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Oma Utz, 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 Utz. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Ja, pff, Chaos. Pff, wir sind Rufus. Oh, ein Strumpenkehrer. Nehmen wir mal mit. Hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Und da ist der Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Durchaus, ja. Es tut mir leid, Piepsi. Heißt du Piepsi? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe... Dein junger Freund kommt meinem Opfi-Pieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Ja, ich glaube, dass der Name Opfi-Pieps recht gut passt. Ich nehme den Hammer mal weg. Auf mich wirkt dein Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Okay, ich nehme mal den... Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Du, ich glaube, da ist irgendwas in Flammen aufgegangen. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, danke, Doc, dass du so an mich glaubst. Ich... Ups. Brutzel? Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts antut? 100%. Naja, also ich, Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Sollte meine Beweise vernichten. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Da passiert jetzt irgendwie nicht so viel. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Ja. Oh, guck mal, ein Spülknopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Boah, ja, hier haben wir... Oh, noch ein Knopf.
Oh, das sieht mir aus wie eine... Mülldings und so. So ein Müllschlucker-Dingsbums. Ach. Geht ja immer noch nicht. Dann machen wir wieder zu. Jetzt soll ich nochmal spülen? Was habe ich denn im Inventar? Ein Stromumkehrer, den könnte ich doch hier einbauen. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Einen avialen Stromumkehrer. Und die Tischdecke packe ich. Bestimmt macht er den ganzen Teppich schmutzig. Rufus ist ein sehr reinlicher Mensch. Für mich sah er so aus, als wüsste er nicht einmal, wie man eine Spülung benutzt. Und mach dich nicht lächerlich. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Das Wasser ist irgendwie ziemlich und so dreckig. Gut, ich glaube, ich lasse den Stromumkehrer. Was macht denn... Vielleicht können wir ihn ja einfach, indem wir... Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut. Oh, hallo, Opfipieps. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Mit der Brühe... Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Vielleicht sollte ich einfach das Tischtuch drüber tun. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, ups. Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ich sollte, glaube ich, nicht unbedingt... Sieh nur, ein dreiköpfiger Affe. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Versprochen. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Nun ja, also... sollte ich... Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Genug geplaudert. Oso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Tschüss, Oma Utz. Ich muss dann mal weg. Was riecht hier eigentlich so seltsam?